Die Intimisierung des Öffentlichen ist das Thema. Ich möchte Ihnen das im Zeitraffer kurz erläutern. Zunächst, Intimisierung des Öffentlichen bezieht sich auf ein Thema, das uns alle angeht, nämlich dass wir ja alle auf einer Hinterbühne leben und auch vor der Bühne leben. Und die Kontrolle über den Vorhang dazwischen, den möchten wir doch nicht verlieren. Dass wir auf Hinterbühnen leben, das können Sie sich jeden Sonntagmorgen klar machen, wenn Sie nicht in die Kirche gehen. Und ungewaschen zum Frühstück gehen, das heißt, wenn Sie sich nicht beobachtet fühlen, wenn Sie also nicht den Normen, der Sie in der Öffentlichkeit und im Berufsleben ausgesetzt sind, sich unterziehen, dann leben Sie genüsslich in Ihren Hinterbühnen oder wenn Sie nach Hause kommen, abends vom Essen, abends vom Schaffen, vom Arbeiten und Lust haben, um ganz für sich zu sein, dann sind Sie so gekleidet, wie sie sonst nicht bekleidet sind. Das heißt, sie haben eine Hinterbühne und sie möchten die Kontrolle über die Vorderbühne behalten, über den Vorhang dazwischen. Und das ist im Grunde genommen ein unverändertes Diktum. Ich möchte Ihnen aber zeigen, wie nun die Vorderbühne die Hinterbühne erobert, in 6 Schritten. Zunächst müssen wir uns vergegenwärtigen, dass die Vorderbühne und die Hinterbühne vermittelt die Kommunikationsform des Klatsches, die Rede über nicht anwesende Dritte. Da erzählt man über diejenigen Dinge, über die eben nicht anwesenden Dritten, die man nicht besonders selbst erzählen würde. Und diese Kommunikationsform des Klatsches, das haben die Medien übernommen. Deshalb die Intimisierung des Öffentlichen, das verkauft sich recht gut. Und das kann ich Ihnen zeigen, indem Sie sich vergegenwärtigen, was haben wir in den 50er Jahren für Dokument oder Textsorten, in denen Intimes öffentlich wird. Das sind nur 4 Stück. Es ist der Roman im Feuilleton. Hier können die Leidenschaften auf fiktionaler Ebene, Liebe, Hass, Missgunst, zerbrochene Herzen eine Rolle spielen, aber fiktional. Auf der realen Ebene haben wir dann nur noch 3 Dokumente. Das eine ist die Todesanzeige. Hier werden Gefühle der Innerlichkeit, der subjektiven Innerlichkeit, hoch ritualisiert, hoch normiert, in Form von Bibelzitaten angegeben. Dann haben wir den Nekrolog. Im Nekrolog gewichtiger Leute, in den Zeitungen, lässt sich auch mal was von Privatleben aussagen. Dass General Gisors neben dem, dass er ein Reiter war, auch ein guter Vater beispielsweise war. Aber erst im Nekrolog können solche privaten Elemente eine Rolle spielen. Und dann haben wir die Gerichtsberichterstattung. Die Gerichtsberichterstattung ist deshalb wichtig, weil sie das Einfallstor des Privaten ins Öffentliche wurde, weil die Motivstruktur seit der Französischen Revolution ist die Motivstruktur für die Verurteilung der Täter ja entscheidend. Jetzt die Motivstruktur bei Beziehungsmord ist das Geschäftsmodell der Boulevardmedien. Bild zuerst in Deutschland, dann Blick in der Schweiz. Das heißt, die größten Kommunikationsereignisse der 60er Jahre waren Gerichtsberichterstattung, am besten eben über Beziehungstaten, weil hier kommt man an die Intimität, an die Hinterbühne in ihrem, das am innersten Kern der Hinterbühne überhaupt ran. Vera Bühne 1962. Das heißt, das, was Sie heute mit Kachelmann erleben und etwas über seine sehr speziellen Sexualtechniken in Erfahrung bringen können. Also wir wissen über Kachelmann mehr als über unsere Freunde oder unsere Nachbarn. Welches hat sie? Oder, ja. Na gut, lassen wir das. Das ist also ein Datum, das wir aus den 60er Jahren verdanken. Der nächste Schritt in der Intimisierung des Öffentlichen ist dann die VIP-Heirat. Erst jetzt, also zu Beginn, ist das Intime im Öffentlichen mit Mord, Totschlag und Leidenschaften, mit Fiktionalen verbunden. Und erst mit der VIP-Heirat, auch in den 60er Jahren, Baudouin und Fabiola in Belgien beispielsweise, wird das Gefühl des Hochzeitspaars in der öffentlichen Kommunikation ganz entscheidend. Die Regenbogenpresse, natürlich auch die Boulevardpresse, nimmt sich dem an. Der dritte Schritt ist dann die Emanzipation des Intimen im Öffentlichen im Bereich der Lebenshilfeserien. Lebenshilfeserien ist deshalb eine Emanzipation, weil jetzt wird das Intime des Mannes und der Frau auf der Straße erstmals öffentlich. Und zwar in Lebenshilfeserien wie im Blick in den Ende der 60er Jahre. Wie ist eigentlich die Schweizer Frau? Oder die Sexualität der Schweizer? Als ob sich die unterscheiden würden. Egal. Aber das wurde gelesen, wurde aber noch moderiert und vermittelt. Selbstverständlich journalistisch vermittelt.
Und von daher ist das Intime noch nicht, weil es hat einen revolutionären Durchbruch erlebt. Ganz entscheidend im sozialen Wandel wird die 68er-Bewegung. Die 68er-Bewegung erklärte das Private für politisch. Überhaupt die erste Bewegung in der Moderne, die das ausgerechnet das Private für politisch erklärt. Die Aufklärungsbewegung hat das radikal dementiert. Warum hat die 68er-Bewegung das gemacht? Sie war auf der Suche nach dem revolutionären Subjekt. Offensichtlich gab es noch nicht mehr. Wo ist die Arbeiterbewegung? Und der Untergang des revolutionären Subjekts hat sich die 68er-Bewegung ganz einfach erklärt. Die miefige Sexualität im bürgerlichen Schlafzimmer. Deshalb muss man diese miefige Sexualität im bürgerlichen Schlafzimmer ausräumen. Sexfront wurde zu einem entscheidenden Datum des 68er kulturrevolutionären Kampfes, in dem nun die Sexualität des Menschen zur Geltung kommen könne, zur öffentlichen Praxis, dadurch fallen die Enthemmungen des Menschen weg und das revolutionäre Subjekt wäre wieder geboren. Deshalb genau die Kommune Nummer 2, Sie erinnern sich an dieses ikonografische Fotografie, wo alle so hinstehen, ja, mit dem nackten Hintern nach hinten. Sexfront. Das ganz entscheidendes Moment. Das führte aber zu Nachahmungsinnovationen in den Medien. Ihnen allen bekannt, Oswald Kolle-Filme, frühe 70er Jahre, in der das mit dem Aufklärungsduktus dieses Private ist politisch unter die Leute gebracht wurde. Dann aber auch das Seite 3 Girl im Blick, die Nacktheit, im Journalismus das Feature, das Interview, die Hintergrundberichterstattung, die detaillierte Milieubeschreibung und vor allem die Psychologisierung der Sprache bis in den Alltagsbereich hinein. Die Psychologen wurden in den 60er Jahren zu den wichtigen öffentlichen Experten. Und von da an hatten wir nicht mehr einfach Seitensprünge, sondern wir hatten tiefer gehende Gründe für unsere Seitensprünge. Das haben wir bis heute durchgezogen. Es gibt also durchaus innovative Elemente in diesem Prozess. Nun, der nächste Schritt kommt in den 80er Jahren, und zwar mit der Dualisierung des öffentlichen Rundfunks, insbesondere durch das Privatradio. Das Privatradio ist der eigentliche Pionier der Intimisierung des Öffentlichen. Das Privatradio hat uns sofort von Beginn an mit Du angesprochen, geduzt, hat uns einbezogen in die Gemeinschaft der Zuhörer, hat uns einbezogen in Grußzirkel, wechselseitige Grußzirkel, die Krankenschwester der Schicht 1 grüßt die Krankenschwester der Schicht 2, dann die Krankenschwester der Schicht 2, wiederum die Krankenschwester der Schicht 1, alles über das Radio. Wir haben aber nicht nur das, wir haben den Spieltrieb im öffentlichen Radio, wir haben dann die Selbstoffenbarungssendungen über die Sexualität im öffentlichen Radio, wir haben die Partnersuche im öffentlichen Radio, wir haben die Problembearbeitungssendungen auch im Hinblick auf Intimität und Sexualität im öffentlichen Radio. Das heißt, noch vor den Reality-TV-Formaten, noch vor dem Affekt, dem modernen und privaten Affektfernsehen, hat das Radio den Weg bereitet. Dann das Fernsehen. Und dann, wir haben das vorher gehört, das Facebook. Ganz entscheidend, weil hier können nun alle ihre Intimität nach außen tragen. Intimität wird zu einer Währung für Friends. Man sieht im Durchschnitt 300, 350 Friends bereits jetzt im Facebook drin. Wenn wir das real vergleichen, dann haben wir im realen Leben etwa 5 Freunde, auf die wir uns verlassen können, zu können glauben, in Krisensituationen. Gloschas, also Menschen, die auf der Straße leben, haben 20 Freunde. Je schlechter man materiell gestellt ist, desto mehr Freunde braucht es. Es braucht die Ressource sozialer Beziehung. Wenn Sie im Facebook sind, haben Sie also 300, 350 Freunde. Das heißt, es muss hier etwas passiert sein. Und das, was jetzt passiert ist, ist die Marktdiktatur des Intimen. Erstmals wird über Friends das soziale Netz nach außen angegeben, die Beliebtheit der einzelnen Person. Und wie holen Sie Friends herein? Über das Angebot von Intimität. Das heißt, Friends können Sie nur buchen über die Währung der Preisgabe von Geheimnissen, von Ihnen selbst. Sie müssen sich in der Öffentlichkeit öffnen, damit Sie einen Freundeskreis akkumulieren können. Diese Marktdiktatur des Intimen führt zu einem Ausverkauf dessen, was ich zu Beginn als Hinterbühne bezeichnet habe.
Diese Marktdiktatur des Intimen und die Vorgeschichte zuvor haben aus der alten, akzeptierten Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit schlicht das gemacht, was jeder von uns noch privat zurückhalten will und das, was wir und uns besonders die Jugendlichen unter dieser Marktdiktatur des Intimen durchaus zum Preis geben. Das heißt, die Normen, die das Private und das Öffentliche trennen, sind aufgehoben. Wir versuchen noch zu bewahren, was wir in der Hinterbühne als Geheimnis haben wollen. Warum? Ein Klassiker der Soziologie hat Freundschaft definiert. Freundschaft ist nichts anderes als das geteilte Geheimnis. Und damit ist Freundschaft, basiert Freundschaft auf dem Gleichgewicht des Schreckens. Das stabilisiert Freundschaft. Man darf den Freund, nicht gegenüber dem Freund, der Freundin nicht illoyal sein, weil er schlicht zu viel weiß. Nun, was passiert in einer Gesellschaft, in der das Intime zur öffentlichen Ware geworden ist? In der alle alles anbieten. Also in einer Geschwätzigkeit, in der das Intime seinen Wert verliert, um Freundschaft überhaupt schließen zu können. Das heißt, man verpulvert die Munition, um Freundschaften abzuschließen, die auf Intimität basieren, auf dem geteilten Geheimnis basieren. Da könnte man sagen, die Gesellschaft, in der es keine Intimität mehr gibt, ist die Gesellschaft ohne Beziehung, ist die beziehungslose Gesellschaft. Was sich aber entwickelt, ist die heuchlerische Gesellschaft. Man gibt unterschiedlichen Freundeskreisen in unterschiedlichen Tiefen unterschiedliches bekannt. Und man inszeniert sich in der Öffentlichkeit über intime Angebote. Das heißt, wir haben die heuchlerische Gesellschaft. Und deshalb haben wir diesen Widerspruch, den wir feststellen können, von denselben Leuten, die über Facebook und Google Datenspuren, Sonderzahlen, Absonder, gibt es Widerstand gegen die Offenbarung des Intimen in Gestalt der Hinterbühne. Beides können wir entdecken. Widerstand gegen Google, Widerstand jetzt auch gegen Apple, Widerstand gegen Facebook, von Leuten, die nichts anderes tun, als sich selbst permanent zu entblößen. Und dieser Widerspruch lässt sich erklären. Die Menschen müssen es tun, um ihren sozialen Wert nach außen auch richtig vertreten zu können. Gleichzeitig wissen die Menschen, dass sie das ausverkaufen, was Freundschaft überhaupt erlaubt. Beides wird uns von nun an begleiten und der Kampf um Datenschutz wird sich an diesem ewigen Widerspruch permanent abarbeiten. Wenn wir auf diese Dinge kommen, die Oshapi uns zu Beginn gesagt hat, gezeigt hat, wenn wir Geodaten systematisch verknüpfen mit unserer Präsenz und überall erreichbar sind und positionierbar sind, wenn wir über Smart Grids zu Hause den Zeitpunkt feststellen können, wenn wir das Nachttischlämpchen anschauen oder ausschalten und die Energiebranche weiß das, dann wird die Hinterbühne verdammt transparent. Vielen Dank.